Südle, ich wäre wieder auf dem Server. Ich darf jetzt wieder laufen. Lalalala. Und dann können wir ja gleich mal eine Runde schlafen. Man muss das halt gut koordinieren zu zweit. So, das ist halt leider dummerweise das Problem. Lass mich kurz mein anderes Gerät schnappen. Sorry. Sorry, wenn es so scheiße lange dauert. Dafür können ja eigentlich mal Töne hören bei mir. Weil ich nehme ja mit Display und nicht mit Disc-Recorder auf. Ich habe ja auch einen Jailbreak. Ja, ich habe ihn immer noch. Wobei der iOS 6 Jailbreak sieht auch richtig geil aus. So, dann pennen wir jetzt eine Runde. Ja, geht auch. Und wupp, sind wir am TAG angelangt. TAG. So, Tage. Ich laufe nochmal. Kurz raus mit meinem anderen. Ja, mit meinem anderen, ja, ich habe, ja, mit meinem anderen Handy, ich habe ja 10 davon. Ja, 10 auf jeden Fall, ja, naja, gut, 10 habe ich insgesamt nicht. Aber zumindest habe ich, ja, ich habe dann noch mein altes Handy, ist ja auch noch funktionsfähig, aber leider nicht Minecraft-fähig. Scheiße, warum geht der Weizen so komisch hin? Weg. Ist richtig doof. Ist ein schöner Alec. Wobei, ja, gut, okay, wenn ich gerade hochlade, soll es mich auch nicht wundern, dass ich ein klein bisschen so einen internen Leck hab. Komm, scheiß drauf. Ja, Seeds und so, ja, ich bekomme ja dadurch übelst viele Seeds hier sozusagen. Boah, halt, stopp. So, und zwar ja durch diese Seeds, dann können wir ein neues Feld aufmachen irgendwo, da hinten natürlich. Und dann muss ich nicht die ganze Welt hier voll weghacken. Wegen so ein paar blöden Samen, sondern kann einfach das kleine Felder benutzen, um Samen zu züchten, um vielleicht ein bisschen mehr Zuckerrohr zu züchten und eigentlich für mehr ist es auch nicht da. Ja, dann werfe ich mir nochmal kurz die Erde rüber. Ja, die Erde. Ja. Blub. Bam, bam. Ja, genau, wie LTE, wie die Werbung davon, Telekom und LTE, da muss ich immer drüber lachen, denn ja, die Geschwindigkeit von LTE ist, die zeigen es ja so, wie oder zum Beispiel ja, zwischen iPad und Ding, da ist es auch eine, die Werbung finde ich geil, aber die von Telekom finde ich scheiße. Aber nochmal kurz zur Ding der Werbung, zur Telekom Werbung. Und zwar, die zeigen da ja, da fliegt gerade irgendwas raus. Da wird irgendwas gemacht und schon passiert es. Zum Beispiel Freunde da, zack, sind die Freunde da. Und genauso sah es bei mir gerade mit dem Sand aus. Wobei die iPad-Werbung finde ich eh cooler, denn da zeigt man halt ein bisschen mehr Wahrheit. Dass es zwei Geräte sind, die genau nebeneinander liegen. Und ich werfe von einem zum Beispiel den Sand weg und beim anderen ploppt es auf. Ja, also das iPad und das iPad Mini sind schon richtig geile Geräte. Und da kann man auch nichts gegen setzen. Apple-Geräte sind allgemein viel cooler als Samsung-Geräte, als Android-Geräte. Darum habe ich ja auch beides, um das Ganze auch wirklich mal von meiner Sicht aus beurteilen zu können. Mein Handy läuft natürlich auf Android, was ich natürlich, ja gut, Android geht schon als Software, aber ist halt nicht so geil. Und das Root, also Root ist einfach die billigste Form von Jailbreak, ähnlichem Shit da, die es gibt. Ich will nicht wissen, ob es sowas auch für Motorola, ja, für Motorola, für Windows Mobile gibt. Denn dann gibt es noch was Billigeres. Für Windows Mobile brauchst du keinen Jailbreak, das Teil ist, es läuft auch so schon scheiße. So. Ja, so wird's gut aussehen, ja. Kiste bauen, brauchen wir hier Kisten extra nur für Kakteen? Nee, oder? Halt, wo habe ich die Kakteen? Habe ich die? Na gut, ich habe die nicht hier. Ich habe aber viele Setlings bei mir, habe ich gerade entdeckt auf meinem Handy. Und die müssen wir natürlich auch einpflanzen. Die pflanze ich auch gleich ein. Da muss ich die mir kurz zuwerfen. So kurz passingmäßig. Scheiße, wo habe ich jetzt die ganzen Samen und so ein Zeugs da rein? Für die ganzen Felder, das ganze Feldzeugs. Scheiße. Tja. Ja gut, dann werfe ich die mal hier rein. Ist ja auch nicht so tragisch. Kakteen werde ich sicherlich oben finden. Und ja, back to game. Ich will jetzt nicht raus und dann stundenlang versuchen, in den Server rein zu joinen. Denn es ist halt ein bisschen komplex, um ehrlich zu sein, wenn man von Android zu iOS.
wechselt. Es geht zwar, also beim Galaxy S3 kann man überhaupt nicht vom S3 aufs iOS-Gerät. Ja, nee, Schaufel lasse ich mal hier. Ach, verdammt, ich habe sogar noch Erde da gehabt. Oder habe ich? Ja, natürlich habe ich. Ja, nee, die ist jetzt mal kurz, während ich raus bin aus dem Ding da kurz mal raus verschwunden. Keine Ahnung wohin, natürlich. So drei Schäufelchen hier geschnappt. Und runter geht's. So, nee, das ist kein Kaktus. Hatte ich jetzt nicht gedacht, dass das einer ist. Nö, liebes Spiel, ich bin halt so dämlich. Finde ich einerseits zwar gut für Anfänger, aber ich finde es schlecht für Pros. Wenn ich hier auf Dirt drücke, dann kommt auch Dirt, also auf Erde und dann kommt Dirt. Ich bin der dreckige Dan. Ne? Ich habe mich daran erinnert, als, wie heißt denn? Hey Al, das Ganze da irgendwie so gemacht hat. So, dann werfe ich mal kurz auch die. Ja, Birke habe ich hier. Da habe ich hier schön. Jetzt mal raus. Einmal auf mich gezielt und Headshot. Ja, oder Settling Shot halt. Halt. Ach. So, gut, dann habe ich die mir auch zugeworfen. Seht ihr, man hat sogar externen Speicher dadurch, ne? Und wenn man halt keine Kisten hat, dann ist es auch richtig geil, dann hat man halt mehr Speicher, wenn man zu zweit zockt. Ja. Dann baue ich mal ganz kurz noch das Feld hier zu. Ja, was sagt der Timer? Der Timer sagt, ich habe noch genug Zeit. Also, ja, kommt. Dann muss ich das Ganze noch auf den PC werfen, drehen, konvertieren. Und dann halt in den Ordner weglegen. Und dann halt hochladen, entsprechend an den Tagen oder die Tage zuvor. So. Ja. Bam, 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 bam. Oh, scheiße, geht hier viel Erde weg. Habe ich ja mit dem Kaktusfell ja ziemlich. Ja, hätte auch genügt, das, was ich aus dem Kaktusfeld so rausgeholt habe. Da 100 pro, ja. Ganz sicher. So. Boah. Meine Stimme geht aber auch schon runter, ne? Höre ich jetzt. So. Ja, und so schnell wächst Gras, ne? So. Habt ihr es gehört, wie das Gras gewachsen ist? Die Frage klingt zwar vielleicht jetzt im ersten Moment dämlich, aber ist eigentlich schon recht lustig. Habt ihr gesehen, wie die Erde wächst? So, da hinten das Kaktusfeld. Ein größeres Kakteenfeld brauchen wir nicht. Kaktussenfeld. Ach, 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 böser Witz. Und flacher und schlechter Witz auch noch. So, das hier jetzt mal kurz weg. Das machen wir dann auch noch alles irgendwie verbessert weg. Aber jetzt erstmal Bäume setzen. Na, gib mal Gas. Du Fred da. Ja, ihr merkt ja auch, wo der Fehler liegt, wo der Hund begraben ist. Ja. Da hinten sind nämlich. Hier sind Bäume, aber es sind keine Birken. Und ja, das ist halt das größte Problem. Ja, habe ich damals falsch gesetzt. Und jetzt bräuchte ich eigentlich Fackeln, habe ich aber keine. Darum rotze ich einfach mal den Baum hier weg. Dann kann ich hier auch gleich eine Birke hintersetzen. Ja, kratz am Baum. Krap, 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 batz, 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 batz. Der arme kleine Sapling, der hat dir doch nichts getan und so. Also, wo haben wir die ganze Kohle hin? Wir haben noch verdammt viel Kohle gehabt. Haben wir die vielleicht ins alte Haus gebracht? Weil ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, wo ich die hin hatte. Verdammt, wenn ich die ganze Kohle. Wobei, ach scheiße, wir haben ja viel Kohle in der. Ja. In der intelligenzlosen meine Welt. Ja, also wir hatten das Ganze am PC. Das Handy ist runtergerutscht vom Kissen. Ich will halt sehen, wo das liegt. Beziehungsweise sehen, wo ich stehe. Oder was ich mache. Kann ich durch meine
Wenn ich so gesehen aus der dritten Person sehen, so wie ihr das seht, was ich da mache. Ui. Ja, ich müsste eigentlich jetzt ein tolles Thema anschlagen, aber ich habe gerade kein tolles Thema. Ja, und dann ploppt da nochmal einer auf. Ja. Also die Ping, der Ping ist schon mächtig. Bei der Ping kommt eigentlich daher, dass ich einfach gerade hochlade und nicht wegen dem irgendwas, was weiß ich, schlechte Internetleitung. Wenn schon, dann schlechte Handy-Internetleitung, beziehungsweise ja, schlechter Handy-Upload über WLAN, aber soll eigentlich auch nicht sein. Ja, dann holt sich das mal weg. Blätter werden wir natürlich auch noch sammeln und so. Ich weiß zwar nicht, wozu großartig, aber ja, man kann sie ja immer gebrauchen. Ein Hausbaum oder sowas. Klingt natürlich auch toll. Beziehungsweise allgemein irgendwie einen Tarnbunker habe ich ja mal schon erwähnt. Vielleicht einen Bunker, die Folge auch gern mal anzusehen. Gern mal ansehen. Ja, wenn wer auch aufgepasst hat beim Infovideo, der wüsste jetzt, dass wir vermehrt, also im Dezember, sobald ich mein Need for Speed Undercover fertig habe, vermehrt Minecraft Pocket Edition und allgemein Minecraft vielleicht auch mal eine Folge mehr machen pro Woche. Ja, vielleicht eher Speed Mining oder sowas, Speed Zeugs da. Einmal pro Woche Speed Zeugs und einmal und ja, die normalen Folgenmenge halt. So, dann muss ich nachher noch nach den Saplings schauen. Wobei ich weiß echt nicht, was ich mit denen anfangen soll, aber vielleicht mache ich mir dann noch unkultivierte Wälder irgendwo rein. Vielleicht mache ich mir auch wirklich Riesenbäume und so und dann lasse ich die auch. Man kann ja nie wissen, was man macht. Minecraft ist halt so ein Spiel. Das ist kein Strategiespiel, das ist kein Dingerspiel, das ist einfach nur ein Spiel, in dem man viel baut. Verdammt viel. Ja, also ich baue hier vor allem mit der Hand ab und das dauert auch extra ewig. Ich bin halt so intelligent. Ja, auf dem Gymi sein und intelligent sein passt einfach nicht zusammen. Ja. So, jetzt habe ich das für euch alles abgebaut. Ich hoffe mal, ich finde jetzt ein paar Sandlings. Ja, hier sind ja auch schon die ersten Freiwilligen. Kollegen, drücken wir es mal so aus. So, ja. Ja, danke, dass ihr euch so super schnell aufsammelt. Ist ja wirklich schon fast wie mit LTE. Beziehungsweise ich wollte mal schauen, ob ich in dem Häuschen da unten noch was eventuell drin gelassen habe. Denn wir bräuchten jetzt Fackelchen und dann hätte ich das Fell endlich mal beendet. Dann hätten wir endlich mal ein bisschen mehr geschafft in der Minecraft Pocket Edition Aufnahme. Denn wir schaffen ja zurzeit übelst wenig, muss man mir leider lassen. Hallo? Mein Handy läuft aber noch. Und mich hat's auch nicht vom WLAN disconnected, hoffe ich mal. Ja, ja. Geschwindigkeit ist ja LTE hoch 10. LTE hoch 20. Ne? Auf jeden Fall, der Ping ist hoch. LTE hoch 20. Ja. Das Handy liegt zwar nur wenige Zentimeter von, ja gut, über 20 bis 30 Zentimeter von meinem iPod weg, aber der Ping ist natürlich so, als ob es 10 Kilometer von mir liegen würde. So, du, Hans da. Du, genau du. So. Cool. Ja, Problem ist jetzt, wo soll ich die ganze Kohle herkriegen? Hey, ich habe keine Arbeit, ich habe keinen Job, ich habe keinen, was weiß ich was. Ja gut, okay, ich habe hier nur ein bisschen Kohle. Ist ja auch nicht übertrieben, was ich hier doch drin gefunden habe. Und da habe ich jetzt eigentlich auch endlich meine Samen gefunden, meine Samenkiste. So,
da oben ist ja auch das Bild von Slender, wie ich es gerne nenne. Ja, der Ping ist Ping. Es macht Ping. Ich glaube, ich kann 20 Mal Ping sagen, bis der Ordner da öffnet. Bis der Ordner öffnet. Ja, bis der Ordner öffnet, kann ich auch eine Milliarde Mal Ping sagen. Und ja. Die Anzahl an Fackeln reicht jetzt erstmal. Haben wir die auch bekommen? Ja, gut. Na, machst du mal die Tür zu. Oder so. Voll. Ich werde mal, die Tür ist wieder aufgegangen. Ich werde mit euch Wobei, nee, eigentlich nicht. Das ist einfach das Zumachgeräusch. Aber wie lange, wie scheiße der Ping hier ist. Das ist ja kaum fassbar. Lalalalalalalalala. Ja gut, dann beleuchten wir das Feld hier auch mal. Und da hinten das Feld beleuchten wir ja nicht. Das sind Fichten, die wachsen in Wäldern, die brauchen kein Licht. Ja, der Fichtenwald ist ziemlich dicht. Da kommt kein Licht. Da kommt kein Licht. So, da haben wir jetzt ein Liedchen. Bitte geh mal einmal Videosperren, weil ich mein eigenes Lied gesungen habe. Ha, wieso nicht? Stimmt, ich könnte eigentlich mein Lied jetzt, ich müsste davon jetzt nur noch ein Album, eine CD oder ein iTunes-Song oder was weiß ich auch was rausbringen. Und dann würde die GEMA, wenn ihr das Lied hier jetzt downloaden würdet oder ein Video mit dem genau selben Lied da haben würdet, dann würde das Video gesperrt werden. Grins, grins, so ist es aber. Ja. So, dann müsste ich dann nachher noch schauen. Auf geht's. So, wie habe ich denn die Birken gesetzt? Die habe ich zweireihig gesetzt. Genau so eigentlich wie die Fichten. Vielleicht mache ich dann, ja, ich schaue mal, wie ich das Ganze hier managen werde. Und das Ganze einerseits schön aussieht und das Ganze dann andererseits auch schön funktioniert. Hier mit dem ganzen Gepflanze hier. Na, da habt ihr den Traktor gehört, der draußen vor meinem Fenster durchgerast ist. Durchgefahren ist. Ja, Rasen. Ja, gut, man kann es auch als Rasen bezeichnen. Na, drücken wir es mal. Trotzdem, als durchgefahren ist, ja, der hat auch viel gepflanzt. Oder auch nicht. Oder der sucht einfach wieder nach seiner Frau. Ja. So. Dann kommen wir zu dem Teil hier, zu dem. So, dann können wir hier eigentlich theoretisch auch anfangen zu pflanzen. Dann haben wir das Ganze doch schon ziemlich weit fortgetrieben. Boah. Ja, wir können eigentlich die Routen auch mit Sand auskleiden, werden wir aber mal nicht machen. Auf wundersame Weise. So. Sieht auch schön aus, das Ganze hier. Die Fichtenreihe wächst eigentlich auch und gedeiht. Ja doch, so sieht das Wäldchen auch schön aus. Vielleicht grenze ich das noch ein, vielleicht aber auch nicht. Also Open World mäßig, dass da auch viele Zombies und so Viecher da spawnen. Schön in der Nähe der Monsterfalle natürlich. Ich habe mir natürlich dabei was gedacht. Bäm, ich habe mir mal was gedacht. Und dann fangen wir mal an, das Zeugs da zurück zu tun. Zu tuten, ja gut, vielleicht schaffen wir es sogar noch. Ja, die Kisten müssen dann schon mal geordnen. Hast du mal was von Ordnung gehört? Ordnung, Sauberkeit und so. Das geht aber gar nicht, wenn das mal deine Mutti sieht, wie du hier ein Ohr, oder so, wie du, dass du hier für eine Unordnung hast in Minecraft und so. Oh Mann, das muss jetzt einfach sein. Ich fand's einfach witzig. So, ja. Ordnung, Unordnung. Ne, da hat deine Mutti sicher was dagegen. Und so. So, dann latsche ich mal mit dem anderen Typ wieder ins Haus rein. Und so, und damit sage ich tschö und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Pocket Edition auf dem Server.